Lisa, wie konntest du das nur tun? Er sagt, du wolltest ihn küssen und hast ihn dann bedroht. Servus, Leute. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Lisa hat einfach versucht, mich zu küssen. Ich hatte keine Lust, also hat sie mich bedroht. Deabonniert auf jeden Fall ihren Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Geronimo. Geronimo lügt nie. Es ist vorbei. Ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Dafür wird er bezahlen. Geronimo, was ist los mit dir? Warum erzählst du Lügen über mich? Ich weiß nicht, was du meinst, Lisa. Ich erzähle immer die Wahrheit. Nein, du hast die Geschichte vollkommen verdreht. Nein, du hast die Geschichte vollkommen verdreht. Du wolltest mich küssen, nicht andersrum. Wegen dir hat Markus mit mir Schluss gemacht. Ich hab dich gewarnt, Lisa. Leg dich nicht mit mir an. Das hast du jetzt davon. Du erzählst den Leuten jetzt sofort die Wahrheit. Warum sollte ich das tun? Weil das fair ist. Das Leben ist nicht fair, Schätzchen. Das Leben ist nicht fair, Schätzchen. Das ist gerade erst der Anfang, Lisa. Ich werde dich vernichten. Niemand wird dir glauben. Jetzt geh aus meinen Augen. Ich werde eine Runde spazieren gehen und ein Eis essen. Vielleicht geht es mir dann besser. Oh mein Gott, ich glaube, das ist Lisa. Oh mein Gott, ich glaube, das ist Lisa. Meinst du etwa Lisa, den YouTube-Star? Ja, genau. Lass uns mit ihr reden. Hey, bist du die Lisa von YouTube? Ja, das bin ich. Ich bin schlecht gelaunt, aber ihr könnt ein Foto mit mir machen. Ein Foto mit dir? Ich glaub, du spinnst. Du hast Geronimo bedroht. Du hast Geronimo bedroht. Und du hast deinen Freund betrogen. So etwas macht man nicht. Du solltest dich schämen. Das ist alles nicht wahr. Geronimo hat gelogen. Geronimo würde uns niemals anlügen. Doch, er ist böse. Verschwinde von hier, und zwar sofort. Der haben wir es gezeigt. Auf jeden Fall. Sie wird noch bekommen, was sie verdient. Sie wird noch bekommen, was sie verdient. Hier bin ich sicher. Hoffentlich erkennt mich niemand. Siehst du das Mädchen da hinten? Ja, ich sehe sie. Das ist doch Lisa, oder nicht? Hast du schon gehört, was sie mit Geronimo gemacht hat? Hast du schon gehört, was sie mit Geronimo gemacht hat? Na klar, jeder hat davon gehört. Hey Lisa, bist du es? Ja, was wollt ihr? Dir sagen, dass du blöd bist. Du bist wirklich widerlich. Versteht ihr es denn nicht? Geronimo lügt euch an. Ich wollte ihn nicht küssen. Das kann nicht sein. Geronimo lügt nie. Wie du meinst. Verschwinde lieber, bevor wir dich verprügeln. Verschwinde lieber, bevor wir dich verprügeln. Lasst mich in Ruhe. Ich verstehe das nicht. Warum glaubt mir keiner? Alle hassen mich. Ich muss zurück zum Hotel, dann kann ich von hier verschwinden. Ich will einfach nur nach Hause. Da kommt sie. Ist die Kamera schon an? Ja, das Video läuft. Sie ist da, dreh dich um. Hallo Lisa, hast du kurz Zeit für ein kurzes Interview? Hallo Lisa, hast du Zeit für ein kurzes Interview? Ja, ich denke schon. Warum hast du Geronimo bedroht? Ich habe ihn nicht bedroht. Er wollte mich küssen. Das ist die Wahrheit. Geronimo lügt euch alle an. Geronimo lügt nicht. Alle wissen das. Nächste Frage. Wie fühlt man sich als Lügnerin? Ich bin keine Lügnerin. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen, Lisa? Wie kannst du noch in den Spiegel schauen, Lisa? Schämst du dich nicht? Wie Sie sehen können, ist es eindeutig.
Lisa lügt und Geronimo erzählt die Wahrheit. Ich muss weg von hier. Aber draußen erkennen mich alle. Ich weiß, was ich mache. Ich werde mich verkleiden. Dann erkennt mich niemand. Das sollte reichen. Ich glaube nicht, dass die Leute mich erkennen. Ich glaube nicht, dass die Leute mich erkennen. Sehr gut, ich bin undercover unterwegs. Ich werde zu Sarah gehen. Nur sie kann mir helfen. Hallo Sarah. Wer bist du? Und was machst du hier? Erkennst du mich etwa nicht? Erkennst du mich etwa nicht? Woher kennst du überhaupt meinen Namen? Raus mit der Sprache, oder ich rufe die Polizei. Nein, ruf nicht die Polizei, bitte. Ich bin es, Lisa. Lisa, warum bist du verkleidet? Damit mich niemand erkennt. Meinst du wegen dem Video von Geronimo? Ja, alle hassen mich. Er hat gelogen. Wir müssen es beweisen. Wir müssen es beweisen. Hast du einen Plan? Ja, lass uns in dein Zimmer gehen. Ich erzähle dir den Plan auf dem Weg. Glaubst du wirklich, das wird funktionieren? Ja, ich bin mir sicher. Geronimo wird darauf reinfallen. Er ist zwar berühmt, aber er ist nicht gerade schlau. Okay, ich schreibe ihm jetzt die Nachricht. Ich habe die Nachricht gesendet. Jetzt warten wir auf Geronimos Antwort. Jetzt warten wir auf Geronimos Antwort. Was ist denn das? Sarah 52 hat mir eine Nachricht geschrieben. Hallo Geronimo, du bist echt süß. Lust auf ein Treffen? Liebe Grüße, Sarah 52. Sarah ist echt süß. Ich werde ihr schreiben. Geronimo hat geantwortet. Was hat er geschrieben? Er will sich heute Abend treffen. Was soll ich tun? Sag zu. Sicher? Ja, mach schon. Entspann dich, Lisa. Ich bin dabei. Hammer, ich habe heute Abend ein Date mit Sarah. Hammer, ich habe heute Abend ein Date mit Sarah. Ich werde mich extra schick anziehen. Okay, wir treffen uns heute Abend. Sehr gut, Sarah. Zieh dir am besten etwas Schickes an. Das macht es uns einfacher. Okay, ich bin bereit. Bitte sei vorsichtig, Sarah. Geronimo ist gefährlich. Mach dir keine Sorgen, Lisa. Ich halte mich an den Plan. Okay, ich bin ganz in deiner Nähe. Okay, ich bin ganz in deiner Nähe. Los geht's. Hallo Sarah, du siehst wirklich hübsch aus. Danke, Geronimo, du auch. Du bist also ein Fan? Ja, schon seit Jahren. Ich liebe deine Videos. Ich kann dir noch mehr Videos zeigen. Wirklich? Ja, für einen Kuss bekommst du, was du willst. Okay, aber davor habe ich eine Frage. Was willst du wissen? Stimmt die Geschichte mit Lisa? Stimmt die Geschichte mit Lisa? Naja, so ganz unter uns. Ich wollte etwas von Lisa. Sie hat mein Angebot abgelehnt. Also musste ich ihren Ruf zerstören. Also hast du gelogen? Ja, aber das ist jetzt egal. Bekomme ich jetzt meinen Kuss? Bekomme ich jetzt meinen Kuss? Hallo Geronimo. Lisa, was machst du hier? Deine Lügen entlarven. Deine Lügen entlarven. Was meinst du damit? Hey, was machst du da mit dem Handy? Ein Video hochladen. Ich habe alles gefilmt, was du gesagt hast. Bitte, tu das nicht. Damit zerstörst du meine Karriere. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Ihr habt mich reingelegt. Das werde ich euch heimzahlen. Das werde ich euch heimzahlen. Geronimo, jeder weiß jetzt, dass du ein Lügner bist. Was sagst du dazu? Ich habe keine Zeit für so etwas. Verzieht euch. Oh nein, alle hassen mich. Ich habe fast alle Abonnenten verloren. Ich habe fast alle Abonnenten verloren. Dafür wirst du bezahlen, Lisa. Frage an euch.
Was trägt Lisa als Verkleidung? A. Einen Hut, B. Eine Sonnenbrille oder C. Eine Maske? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.